So, guten Tag. Hoppala. Quietsch, knatsch, hallo. So, was geht ab? Wo bin ich? Wo sind wir? Was haben wir getötet? Letztes Mal, war es letztes Mal, wo wir Fina befreit haben? Oder davor sogar schon? Wenn dem so ist, dann haben wir letztes Mal nicht wirklich viel getan. Naja, passiert. Wir müssen auch mal der Arbeit nachgehen, aka EP grinden. Anyway, wir sind in den Domruinen, genau. Ich glaube, hier kann man raus, ne? Hier war noch die Klippe. Genau, runtergebrochen, ne, runtergelaufen, bla bla. Anyway. Das stimmt ja nicht nochmal. Wird schon stimmen. So, also laufen wir weiter durch die Domruinen. Geh mal davon aus, wir kommen jetzt durch. Oh, die stehen ja schön zusammen gerade. EP sammeln. This'll teach you. Genau, das erste, was wir machen, ist, wir leeren Fledermäuse, Feuer tut weh. Blutsaugen. Nichts da. Oh ja, schön. Bin das Pupu, muss man sagen. 24. 6 EP pro Feind, cool. Okay, hier ist das. Was ist hier? Schleim auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Weg raus. Zurück, I guess. Okay. Mit allem zusammen und Justin als erstes. Schön. Du brauchst am meisten MP, habe ich das Gefühl. Weil ich noch nichts anderes grinden konnte für ihn. Ich hoffe mal, die überleben alle. Sein Feuer. Aber ihr ist sie kill. Nice. Oh, Flamme, brenne. Pretty easy, sagt sie. No. Ich kenne keinen echten Weltschleim, den es verprügeln gibt. Um zu wissen, ob das jetzt einfach war oder nicht. Okay. Nochmal die Klippe. Oh, Schalter. Aber das reicht wohl noch nicht. Faszinierend. Der Untergrund hat sich bewegt und ich konnte mich bewegen gleichzeitig. Das ist mechanisch gar nicht mal so oft vertreten nur in Spielen. Oh, Safe Point. Wieder die Klippe. Der andere Schalter. Wäre ich mal eben hier zuerst gewesen, ne? Ich frage mich, ganz offensichtlich, die Seite hier ist dreckiger als die andere Seite, weil wohl anscheinend niemand drüben war. Aber wieso ist alles genau gleich dreckig? Weswegen es variabel wäre. Halt in der Mitte mehr Dreck, weil die Leute in der Mitte langlaufen oder sowas. Naja, egal. Und davon abgesehen, hier war auch keiner drauf, weil ja nur dieser Teil ausstand. Anyway, ich denke schon wieder zu viel über nichts nach. Ja, das passt. Ja, zumindest heute alles sauber. Hab ich ja. Geister. Hm.
See my power. Sehe meine Kraft oder auch Macht. Böse Sprüche. Du hast ja die Antigeistkeule ausgerüstet. Warum ist da? Ausweichen zählt nicht. Muss wahrscheinlich 0 Damage, oder? Ja. Ja, mach das so. Oh, Flame Burnham! Ach ja, Lernfeuer. Los. Yay! Ein Stärke, ein Leben, zwei Klugheit. Okay. Ach ja, wie sieht es eigentlich damit aus? Die Zauber sind alle hoch genug. Ich brauche die Waffenfähigkeiten. Du musst unbedingt die Keule mehr benutzen mit ihr. Wieder auf die Klippe. Ach, ah, hier ist die andere Seite der Brücke, die kaputt gebrochen war. Okay. Die Brücke war aber auch dreckig, oder? Woher kam ich jetzt? Fuck. So. Ich hab doch keinen Überblick. Oh, hallo. Passt sicher. Zu Hautruf da. Please protect us. Und du lernst ein bisschen Windskill. Wieder was ausgewichen. Hat er gerade echt pausiert, damit sie ein Blockfeuer aufgibt? Nee, das war Zufall. Ah. So wieder mit er. Da komm. Guck da. Schockwelle von Justin. Nice. Das war jetzt Kolben 7. Mein Kolben direkt auf 12, auf 10 bringen, würde ich sagen. Wieder zur Axt wechseln. Ja. Okay. Ich muss mal darauf achten, ob ich Augen sehe, die zu sind, wie bei dem einen. Wenn es noch mal so einen Geheimraum gibt. Miau. Haut einfach alle drauf, fertig. Da ging ja noch zurück. Bam. Komm, haut zu. Krieg Erfahrung. Na, schade. Ich hab gehofft, sie braucht 2 Schläge. Naja. Mana-Ei. Schön. Ich wusste, es gibt in den Domruinen noch eins. Ich wusste nicht wo. Schön. Verwirrungsschutz. Hat doch kein Gegner bisher benutzt, oder?
Ne. Draußen im Rangel gebuddelt, der Vogel hat Verwirrung machen können. Das ist lange her. Er steht also doch auseinander. Sich nicht irgendwas aufteilen? Teilen? Ja komm, lass mal teilen wieder eine Runde. Oh, teilen, nice. Erde für alle. Ach, weil sie so steht. Und du, du musst den lange dauern. Schockwelle. Fernangriff mit Schockwelle. Aha. Earthquakes are scary! Brich. Here goes! Bam. Alright, we won! Hey. Naja, 48 geht. Erde 32, weiß nicht wenig. Naja. Da mein Level ja auch immer höher wird, wollen die Gegner ja weniger EP geben. Zumindest ein bisschen weniger. Hm, wo lang? Du bist. Wieder so ein Fahrstuhl. Haben wir hier einen Raum. Eine Rüstung. Wie gehen die auf? Keine Ahnung. Initiative. Grill auf den Geist eigentlich. Hallo. Du grillst die anderen Geister. Burnout! A wind blow them away! Pretty easy. Yay! Woohoo! Wow! Schalter sehe ich nicht. Na gut, dann nicht. Mir egal. Kann nicht so wichtig sein. Außen natürlich. Hier hinten ist doch ein Schalter. Denn damit... So ein. Wow. Hallo. Seid ihr zufällig eine Gruppe? Nö, wir sind alle einzeln, wie langweilig. Ach, na gut. Zu alles an Erfahrung weggenommen, du Arsch. Naja. Ach, geschlossenes Auge. Oh, viele Gegner. Etwas übertrieben? Na, es geht. Die wird nicht gebissen, da. Die ist in Flammen auf. Wahaha. Now I'm really angry.
Blub, blub. Einfach stehen bleiben. Dann können sie nicht meine hinteren Leute treffen. Nope, hier wird nicht gegast. Da bin ich voll dagegen. Earthquakes are scary! So, was geändert? Nope. Also nichts Relevantes. Grillpower. What a cinch. Was auch immer das heißen mag. Fledermäuse. Die sich alle sehr random bewegen. Gegenstände. Wir haben noch jetzt zu viele, oder? Komplett überladen. Brauche ich das überhaupt nicht? Was ist denn hier drin? Zauberlampe. Oh, wait, das war doch. Benutzen gibt Mana wieder. Unendlich mal benutzbar, aber kann kaputt gehen. Gibt zwar MP zurück. Auch alle Stufen. Zerbrechen. Okay. Hier ist eine Falltür. Schön. Hier ist eine Treppe. Oh, wait. Ich habe hier gerade am Rand hier diese Linie gesehen. Also, dass eine Textur anders ist. Ne? Ah. Kein Platz. Inventar ablegen. Weg. Weg. Gelbe Pille. Gib ein Freund 30 SP zu. Okay. Klippe. Bin ich jetzt hier irgendwie wieder im Eingangsbereich müsste ich sein, oder? Oder nicht? Ah. Mhm. Ah, genau. Ja, 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 ja. Dum, 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 dum. Wir können ja mal, weil wir noch nicht benutzt haben, den Heulerhieb benutzen. Greift alle Gegner mit starkem Wind an. Weil sie sich doof auseinanderstehen gerade. Kommst du vorher da irgendwie ein paar EP? Nope. A wind blow him away. Oh, wind blow them away. Boost. Na egal. Ich würde sagen, wir haben alles Wichtige gesehen bisher.
Nein, ich werde den Schalter hier nicht drücken. Den hier muss ich drücken. Oh, oh, oh. Bedrohlicher einziger Weg. Versteck. Oh. Ein bisschen Platz zu machen. Ein bisschen spät, ne? Aber ich wüsste nicht mehr warum. Mal Aufträge wollen ich wieder schmeißen. Das kommt mir viel zu stark vor. Nee, so früh. Also kann das auf jeden Fall erstmal weg. Blaue Pillen. Ich würde sagen, das Mana-Ei kann erstmal weg, aber ich weiß nicht, dass ich am Ende nicht mehr zu einem Dingens komme. Zu einem Koffer. Tipps, was haben wir denn? Benutze Verstecke, duh. In einem Versteck verstaute Gegenstände können später aus einem anderen Versteck geholt werden. Verstecke findest du nicht nur in Geschäften, sondern auch im Verliesen. Wirklich? Gegenstände zum Wiederbeleben, die im Versteck aufgebracht werden, sind im Notfall nützlich. Wenn du voll beladen bist und ein wichtiges Objekt aufhebst, wird dafür ein anderes ins Versteck abgelegt. Kann man sich nicht soft locken. I guess. Easy. Eine erzwungene Kamerasperspektive. Oh nein. Ey du. Hi. Kosmos. Gunne mit. Augen 100 HP. Okay. Meinetwegen. Was mache ich denn? Ich glaube, ich hau dich einfach nur. Mal sehen, was am effektivsten ist. Also Feuer versus irgendwas. Oh, Flame Burnham! Du geh einfach mal hin und... Ja, keine Ahnung. Okay. Du machst mit 60 mit Angriff. Ich bleib mal erstmal bei... sowas. 20, 20... Also, sie sollte Feuer zaubern, I guess. Peitsche ist schwach. Na gut, ist nichts Neues. Sturmangriff, was auch immer sein mag. Ja, wir haben Skills. Wir haben doch Smarna. Verteidigungsbrecher. So einer bist du. Weg hier. Kann ich nicht. Ja, stehen bleiben. Und wir hauen einfach. Also ein bisschen Erfahrung sammeln für Waffe. Dann stehen sie besser. Nicht wirklich. Ach, kaum Damage, das ist schön. So muss das. Hier kommen. Wir machen mal große Zauber. Wenn es so nennen kann. Boom. Ein
Zauber, der unterbrechen kann. Ist auch mal schön. Null Schaden genommen, auch nicht verkehrt. Ja, komm, auch durch. Waffen-XP sammeln, solange es nur ein einzelner Gegner ist. Kommt irgendwie am sinnvollsten vor. Ja, schade. Okay, du bist breiter als erwartet. Nochmal sowas. 0-0, schön. So. Waffen-EP. Schmeißt ihm das Vieh ins Gesicht. Und dann den Schwanz. Auch gut. Rundumschlag erlernt. Wer dann mit Schockwelle den gleichen Angriff, den Justin auch gerade erlernt hat. Schön, I guess. Das kleine Mädchen hat sich mit dem Knüppel verhauen. Weißt du Bescheid, ne? Und Rüstung. Ja. 100 Waffenerfahrung. Geht ja. Wow. Was haben wir denn da unten? 3 Stärke plus. Nice. 2 Trinker, also oben 2 und 2 und du 1 und 2. Toll. Wächling zu, wo ist sie stärker als Justin? Das ist 8 verteidigen. 40. So ist am wenigsten. Ja, gut, kriegst du die. Oh, das ist doch die alte Rüstung an. Ja, gut. Was schon. Ich habe keinen Unterschied gesehen, aber gut. Ach genau, wer bist du jetzt? Das war der 7er Kolben. Oh, noch einer für den Kolben, dann lernen wir das Ding da unten. Dann würde ich die Kolben echt auf 10 prügeln noch wollen. Damit ich, was auch immer das ist, dann bekomme. Naja. Das Raum der Illusion. Ach, so einer wieder. Danach kriegen wir wieder Besuch von Frau Liete. Wo ist das Podest? Justin, haben wir sowas nicht schon mal gesehen? Sieht aus wie... Ich weiß, das haben wir in den Sylt-Ruinen gesehen. Bei den Sylt-Ruinen? Hast du da nicht jemanden namens Liette gesehen? Ah, da das genauso ist, probieren wir doch mal. Justin, was... was? Gut, denn ich sehe nichts. Die Gesichtslose. Nein, doch nicht. Willkommen, Justin. Du wurdest von den Geistern gesegnet. Wir kommen näher, Liette. Was ist mit Alend? Wo ist Alend verborgen? There is no one in this world who would interfere with the blessings of the spirits. Or with our civilization, which began together with this spirit light.
our civilization began to spread far and wide. Angelo became prosperous enough to cover even the farthest reaches of the land. This building that you are in now is also from that period. Das ist schon altes Go Zeug. East, Justin. The place called Alent is a place far from here. You still have a very long way to travel. East? From here? Pretty soon we'll reach the end of the world, Liette. Tell me, please. Just where is this Alent? Liette? There is no such thing as the end of the world, Justin. Alter, selbst der Untertitel haben die es ja voll versaut, oder? Untertitel, es liegt nicht weit von hier. Was sagt sie? Es ist weit weg. Das ist genau das Gegenteil. Egal. Es gibt gar kein Ende der Welt. Du kannst, das kannst du mit eigenen Augen sehen. Okay. Ja, dann ist unser Abenteuer noch nicht zu Ende. Wir haben es ja noch nicht nach Elend geschafft, oder? Es gibt kein Ende der Welt. Habt ihr beiden das gehört? Ich sage, auf der anderen Seite ist, was unser Abenteuer... Was ist was? Unser Abenteuer ist nicht vorbei. So. Aber Justin, siehst du, wie hoch die Mauer ist? Glaubst du echt, wir können da rüber? Und nicht nur das. Das ist noch der Nebelwald bisher. Oh, Nebelwald. Bisher ist noch niemand aus ihm zurückgekehrt. Und wo ist das Problem? Es macht doch alles nichts. Findet ihr nicht auch? Ich bin ein Abenteurer. Ich komme überall hin und kehre überall zurück. Okay. Wenn niemand hingeht, kann auch keiner zurückkehren. Ich werde der Erste sein. Alente wartet uns. Gehen wir, Fina, uns zu. Durch den Nebelwald. Zur anderen Seite des Endes der Welt. Vielleicht sind alle einfach, die im Nebelwald gegangen sind, da geblieben, weil es da so geil ist. I don't know. Okay. Dafür waren wir jetzt hier, ey. Schön. Gibt es hier sowas wie ein Escape-Talisman? Oder auch ein Seil? Oder je nachdem, welches Spiel. Zurück zum Eingang. Ne, gibt's nicht. Schade. Du warst... Welcher Weg warst du? Dieser hier, okay. So, warum habe ich den Schalter vorhin nicht gedrückt? Drück. Nein. Na komm. Wir haben uns rausgeschossen, ey. Aber das ist ja gerade eh unser Weg. Plopp. Jetzt überlege ich, welchen Zauber lerne ich mit wem. Also braucht. Okay, das ist ganz offensichtlich. Justin braucht Zauber. I guess. Welches ist der schnellste Weg zurück? Ich weiß es nicht. Ja, doch, hier war doch. Müsste sein. Genau, die Stufe. Die Frage ist. Wie geht's? Oh, okay. Das sind wir runtergerutscht, also wird es wohl jetzt in die Richtung noch zurückgehen. Hier, okay. Wait, das ist ja gut. Bin ich damals ja hochgeklettert? Wait, hier bin ich doch gewesen, oder? Ach, scheiße. Naja. Gib mir EP. Okay.
Kämpfe! Jubel! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Yay, Fina Level. 2 Stärke, 1 Breit, okay. Guck nur auf die 2 Stats. So. Ach, das war jetzt der 8er, genau, ich wollte auf 10 kommen. Aber wir haben eine neue Fähigkeit. Yay! Ich hoffe, die kann ich nutzen von den SP her. Ja, mach mal. Ruineneingang. Yes! Nach viel Dummheit doch noch geschafft rauszufinden. Ja, ihr da. Au, da, da, da. Au, au, oh, wait, what? Nichts vorwegnehmen. Nee, nee, nee. Oh, kann ich nicht. Mir fehlt ein SP. Come on, hier. Gib mir SP. Schon wieder, lass sie doch in Ruhe. Was soll denn das? Kämpfe. Nun kommt, bricht es auch mal ab. Immerhin nicht. So, bei Fähigkeit, die viele Leute gar nicht lernen. Angriff plus für alle. Nice. So, eine schöne Fähigkeit. Gibt es auch als Zauber, nur für Einzelpersonen. Deswegen ist es echt krass, den sozusagen. 12 Feuer- und Erde-EP. Plus Waffen-EP. Also fürs Leveln unglaublich stark, diese Fähigkeit. Kostet aber auch eine Handvoll SP, von daher. Ja, ja, hau mich. Kann ich gegenheilen. Lang nicht mehr geheilt mit Magie. Muss ja im Wasser auch noch irgendwann weiter hochkriegen. Alle auf 8 Grad, ey. Ja. Nope. Geh weg. Hm. Justin, ich weiß, du hast gesagt, dass wir das über die Mauer schaffen. Aber wie kriegen wir das hin? Ich weiß nicht. Hingehen, klettern. Ich habe gesagt, es klappt, okay? Also mach dir keine Sorgen. Wir kommen da schon irgendwie rüber. Justin, sag nicht, du weißt nicht, wie. Ohne mich wärst du verloren, ganz sicher. Das ist halt Justin. Vielleicht sollten wir zurück nach Neuparm und uns vorbereiten. Bin ich auch, Fina. Lass uns kurz nachdenken. Wenn man auf der Weltkarte guckt, ist das fragwürdig, ob das sinnig ist, ehrlich gesagt. Also wenn es bereits eine Weltkarte ist, die man gleich sehen wird wieder. Verdammt, wo ist offen auf der anderen Seite? Natürlich auf der anderen Seite. Aha. Wait, hier. Domruinen. Straßen sind Domruinen, der Wald, genau. Warte, Justin. Schau da drüben. Jemand ist zusammengebrochen. Ein kleiner Junge. Er ist bewusstlos. Er blutet. Oh nein. Er hat eine schlimme Verletzung. Sieh mal, Fina. Der Junge hat Hörner und einen Schwanz. Hust, hust, habe ich auch. Hey, sieh mal, deine Augen sind offen.
Kann seine Sprache nicht. Oh gut, er kommt zu sich. Er ist kein Tier, oder? Er sieht so menschlich aus. Justin! Als hätte er was angestellt, ey. Fines Gesicht, ey. Also, Sprite. Au, er beißt mich. Aufhören! Was passiert hier? Was soll das? Oh, jetzt ist er wieder bewusstlos. Wir müssen ihm schnell helfen. Justin, pass mal mit an. Bringen wir ihn zu mir nach. Bring ihn zu mir schnell. Oh, na klar, in Ordnung. Hier, ich nehme ihn. Easy, Huckepack. Ich dachte, aufgestiegen, obwohl er bewusstlos war. Alte Animation. Oh, ey. Ich hab nichts gedrückt, Digga. Okay, alle Mann halt in Sicherheit. Hier enthalten. Whatever. Hier halten. Ja. Merkwürdig. Meinen Berechnungen nach dürfte jemand mit einer solchen Wunde nicht sehr weit kommen. Na, da fehlt es einfach ein Verstand. Sie findet Wache stehen langweilig. Also ist sie die Make-up kaufen gegangen. Okay. Na, wir bleiben Freunde, auch wenn du aus der Armee geworfen wirst. Ich könnte es einfach nicht lassen. Ich ertrage den Geruch von Tieren unten einmal nicht. Ohne einen Spritzer Parfüm schaffe ich das nicht. Aber was tun wir jetzt, Mio? Diese Humoide ist wertvoll, wir müssen ihn finden. Hört trotzdem. Ich weiß, holen wir die Spülhunde der Streitkräfte. Wenn wir uns einen Plan halten, dürfte alles glatt gehen. Super Idee, Mio. Am besten fängt man eine Bestie mit einer anderen. Zurück zur Basis. Macht euch bereit. Achtung! Humanoiden-Sucheinheit. Gerd, zurück zu unserem Stützpunkt. Okay. Wieso können die durch den Wald gehen und ich nicht? Was jetzt? Ich habe mir schon von der Medizin gegeben, aber das Fieber geht nicht runter. Was meinst du? Ist er bald wieder auf dem Bein? Es sieht gar nicht gut aus. Das Fieber bedeutet, dass sich die Wunde infiziert hat. Was tödlich sein kann. Fina, irgendwas müssen wir doch tun können. Mit Sulfakraut ließ sich die Entzündung behandeln, aber um diese Jahreszeit... So schnell gehen wir nicht auf. Lasst uns dieses Kraut suchen. Vielleicht finden wir noch welches. Du hast recht. Gehen wir. In den Bergen hinter meinem Haus wächst oft viel Sulfakraut. Weißt du zufällig, wo man Sulfakraut pflücken kann? Hinterm. Doch gesagt, Richtung der felsigen Berge. Sie sind allerdings abgezäunt. Gehen die. Zaun. Oh nein. Wo bin ich denn gerade? Hier sind sie. Aber. Lass mich doch vorher noch nach Arm gehen. Wir müssen unser Mannei verbraten. Ja, geben wir noch Erde für Justin. Aber schon der Level am Anfang. Ruhe. Verkaufen. So. Die alte Keule kann weg, alte Rüstung. Zauberlampe ist viel Geld, aber ist eh zu riskant zu benutzen. Ich kann mit, sorry. Manchmal gibt es dir einmal Mana zurück, drei Stück, und dann geht's kaputt, dann ist sie eh weg für immer. Lohnt sich gar nicht. Ja, sie gehen weg. Bogen nimmt sie bald wieder, aber nimmt sie bald wieder. Messer noch nie benutzt. Sollte man Messer nie benutzt. Der Miet hat noch nicht benutzt. Egal. Doch ein Jade weg. Wunder. 5 MP für alle. Lohnt sich gar nicht. Das will ich mir wieder aufheben. Wenn ich es brauche, habe ich eh besseres. Warum müssen wir auch bald wieder benutzen? Die Waffen. Erste Hilfe, Gruppenheilung. Nochmal eine Wundsalbe.
Ist ja eigentlich was Relevantes hier. Schau an, der hat Ohrringe. Auch 40er Heilung. Kleinere Heilung. Gruppenheilung hätte der. Insektenbomben. Der hat das Mana-Zeug zu verkaufen. Muss man eigentlich voll stacken, wenn in so einem Kampf, wenn so ein Boss kommt, jeder Charakter das Zeug zweimal werfen kann. Und die ganze Defensive weg ist. Egal. Wie viel Mana hast du denn? 16. Ich bin 16 mal graben. Einen Kampf machen, wo ich 16 mal nur grabe? Oh Gott, welch ein Spaß. Und dann lerne ich wahrscheinlich auch Bumm. Sie hat 7-6, er auch, dann wird es auch Bumm sein. 10-10. Können wir gut gucken. Level 3 wird zittern sein, wird er auch lernen. Nicht immer, aber. Aber wir lernen so verschiedene Sachen. Da sowieso. Und noch ein Zauber, aber mit unbekannten Nummern. Und ja, er hat das Schwert. Warte, alles außer Schwert und am Ende, oh, Schwert ist deine Hauptwaffe, by the way. Anyway, ja. Ja, das hatten wir schon gerade. Und zwar hier, Zaun. Oh nein, ein Zaun. Wir könnten klettern. Wir können auch vorbeigehen rechts. Oben leben ziemlich fiese Monster. Deshalb ist der offizielle Pfad schon seit langem gesperrt. Augenblickchen. Als erstes muss der Zaun aus dem Weg. Warte, es geht auch schneller und einfacher. Im Bretter mit dem bloßen Hand zerschlagen bin ich super. Mit der Hand zerschlagen. Hey, aber Justin. Ja. Autsch, 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 autsch. Klopp. Der schlägt also mit seinem Fuß, weißt Bescheid. Ne? Ist okay, Justin. Hast du dir was wehgetan? Ah, ui, ist nur ein Kratzer. Wir brauchen... Ah, ist so verkraut. Au, 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 au. Oder hat eine oder hat Hände an den Beinen, wer weiß. I don't judge. So. Wird echt knapp. Wobei wir werden... Das wird schon gehen. Ich muss echt mal Dinge zu benutzen. Ja. Oh, Wind, blow them away. Boost. Das hat schon viel Schaden. Na ja, komm. Du willst erstmal die Kämpfe nur damit ein bisschen verbringen. Und du willst ja auch die Keule hochbekommen. Wenn die Keule am effektivsten hochbekomme, ich mit dem neuen Skill. Ja, scheiße. Klong. Klong. Hat man die Spinnen nicht schon auf der Nebelstraße? Oder sind das neue? Noch schwarzere, schwarze Witwen oder so. 21, ja, EP für ihn geht ja. Oh, lila Schleim. War der lila Schleim nicht auch Untergrund unter der Kirche? Hupo-Schleim heißt er. Vielleicht ist es halt anders. Ich gucken. 70 HP, ne, das ist der alte. Warum? Alter. Blende, Blende, Blende. Oh, Flame burn him. Grabe, Grabe, Grabe. Du, kämpfe, kämpfe, kämpfe. Nein, nicht wirklich.
Defense holt. Das ist ja frech, ey. Ist ja fast so, als könnte ich da was gegen tun. Ja, perfekt. Ganz schwach überlebt. Hm, 42. 63 müsste jetzt sein. Also, Erfahrungspunkte. Und nochmal, Kämpfe! Durchgehen, aber ich kann es versuchen. Nope. Not bad, eh? Und wie viel ist zu LP? 48. Ah, oh, come on. Ich hätte mit ihr hauen sollen. Yep, Justin auf 63 Erde EP. Du warst jetzt auf 8. Noch, also noch einer, dann okay. Das ist diese Scheiße wieder. Ich ficken sie sich durch. Aber ich weiß noch, es ist nervig kompliziert, die irgendwie hochzufinden. Oh, ich habe einen Käfer gerade gesehen. Neue Gegner. Hey. Mal sehen, ob ich es finde oder ob ich wieder eine Stunde im Kreis laufe. Ich grabe einfach weiter. Du pustest weiter. Hey, Viech. Warum bist du weggelaufen aus der Gruppe, du Sau? Was? Dafür wirst du gehauen. Oh oh. Oh, bitte nicht. Ach, Arschloch. Bügeln, auf Keulen Erfahrung. Ich weiß noch nicht, was ich denn lerne, aber hey. 24, 42 bekommen, 9 Wind. Weil die haben sich bewegt. Ja. So, was haben wir hier? Ganz offensichtlich, oder? Weißes Kraut. Hm, das ist weißes Sulfurkraut. Wir brauchen das rote. Jetzt mehr blau, türkis, denn blau, ja, bläulich lila nennen, aber gut. Mhm. Sagt man, Pfeil ist es. Ah, ich sehe es. Muss nur noch den Weg da hoch finden. Theoretisch einen immer rechts halten müsste hochführen. Who knows? Ob das stimmt? Ausweckt eine Höhle, dann stimmt das nicht. Ach, ich habe mich entgiftet. Fuck. Take this. Gift kann unglaublich unfair sein. Manchmal. Entgifte mal, was soll's. Hui, Schaleuder, das Puffi.
Du hast jetzt nichts Relevantes. Ach komm hier. Die Gegner, damit du auch mal wieder ein bisschen Feuer-IP bekommst. Here goes. Ha. Du musst ja alles drücken. Ja. What a cinch. Yay, Overkill Match. Hast du auch gleich eine Feuersprüche? Nach Süden und direkt hier. Ich muss an der Wand hier vorbei. Ja, das sieht gut aus. Okay, und spring halt weg, Viech. Ha! Gefindet. Ich hab's gefunden. Ey, ich hab's. Ich hab's gefunden. Sulfurrauch, das Rote. War doch noch nicht alles verwelkt. Großartig. Jetzt können wir den Kleinen helfen. Sulfurrauch erhalten. So wieder wegkommen. So wieder den Weg raussuchen. Ah. Ui. Viele Gegner. Nutze es. Eigentlich müsste ich halt schon Feuer lernen. Weil dieser Skill, der beides zusammen braucht, ist nützlich. Was lernst du gerade am meisten? Nichts Relevantes. Ja. Aus der Waffe. Na gut. Skillwaffe weiter. Komm her. Du skill Erde weiter. Yay, spaßig. Dunk, dunk, dunk. Und du. Komm, mach ja noch. Mach Ende mit Feuer. Sind nur drei Gegner, aber hey. Not bad, sagt sie. Naja. Hast du ganz hübsch gemacht. Hm. Ich am besten hier raus. Ausgang ist in die Richtung. Ach ja, genau. Hier gab es ja die Stelle am Eingang. Ja, gut. Aber. Wenn das Spiel es erlaubt, werde ich aber nicht direkt ins Haus gehen, sondern in der Stadt nochmal speichern gehen. Wenn das Spiel es erlaubt. Gut. Kann ich vor der nächsten Folge nochmal einfach Erde leveln mit Justin. Einfach nur Erde spammen. Wir wissen ja, wie es läuft mittlerweile, ne? Sehr spannend. Aber... machen wir erst. Das mache ich aufs Screen und beim nächsten Mal sehen wir dann natürlich, was das mit dem Jungen auf sich hat.